Dezember 2021. Ich sitze auf einem Beckenrand. Aber kein Wasser da. Kein Wasser, weit und breit. Ich sitze sozusagen auf dem Trockenen. Dezember 2021. Die vierte Welle. Mitten in der Corona-Pandemie. Für uns freischaffende Künstler eine harte Zeit. Manche Auftritte fanden statt, andere wurden abgesagt, manchmal auch sehr kurzfristig. Da ist schon viel Frustration und es kostet viel Kraft, immer wieder neu sich zu sagen, ja, es wird schon wieder werden, es geht schon wieder aufwärts. Bald wird alles, wie es einmal war. Oder auch nicht. Und ich weiß nicht, wie es uns Menschen gerade geht, welche Glocke da über uns hängt, die uns immer wieder das vermittelt. Ja, wir sitzen auf dem Trockenen. Ein Künstler ohne Publikum, das ist schon eine schwierige Sache. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich, ich habe Hoffnung, ja. Bald werde ich wieder für Sie da sein. Mit den Soloprogrammen, mit den Chören, mit allem, was mich ausmacht. Und da freue ich mich drauf. Auch wenn es gerade hart ist, so auf dem Trockenen zu sitzen. Meier der Neunte im Schnee. Der Schnee hängt wie kandiertes Obst im Wald. Es war ganz gut, dass ich gleich gestern fuhr. Den Bäumen sind vielleicht die Füße kalt, doch dann, was weiß unser eins von der Natur? Der Schnee, das könnte klarer Zucker sein. Als Kind habe ich oft Ähnliches geglaubt. Wieso fällt mir das heute wieder ein und wieso überhaupt? Vorher sind Wolken da und nachher schneit's. Wie aber kommt der Schnee da erst hinauf? Die Welt ist, wie gesagt, von großem Reiz. Die kleinen Flocken tanzen ein Ballett und große Berge schauen zu. Das schneit, das schneit! Die Erde liegt zu Bett und kaltes Wasser habe ich auch im Schuh. Wenn man so ganz allein im Walde steht, begreift man nur sehr schwer, wozu man in Büros und Kinos geht. Und plötzlich will man alles das nicht mehr. Ich las, es soll die ganze Woche schneien. Für einen Menschen, der auf sich was hält, ist es nicht leicht, im Schnee allein zu sein. Da wackelt, ehe man's denkt, die ganze Welt. Naja, schon gut. Dort fließt ja auch ein Bach und tut, als gäbe es nichts als ihn. Es ist so furchtbar still. Mir fehlt der Krach. Die ersten Nächte liege ich sicher wach und möchte nach Berlin. Gartentuch? Ich möchte Wöhne Scholle kaufen. Ah, Sie möchten Wöhne Scholle kaufen. Da sind Sie hier am pflichtigen Ratz. Möchten Sie sträkeln oder hicken? Sträkeln oder hicken? Ich möchte einen Wöhne Schullover stricken. Sie möchten einen Wöhne Schullover stricken? Dann suchen wir für Sie mal einen Wöhne Scholle. Wie wäre es mit Walpaka-Olle? Walpaka-Olle? Die ist aber Thea Sawyer. Ja, die ist Thea Sawyer, weil die Tiere nur alle 2 Jahre geboren werden. Aber sie ist auch Queen Schül auf der Haut. Ideal für eine wärmende Klinterbeweidung. Eine wärmende Klinterbeweidung?
Engel im Kaufhaus. Es ist November. Ich stehe vor einem Kaufhaus. Ich möchte einen Engel kaufen. Meine Enkeltochter hat sich einen gewünscht. Ich gehe zur Rolltreppe, sehe, dass die Weihnachtsabteilung im ersten Stock zu finden ist und begebe mich nach oben. Ich werde erschlagen von Rentieren, Nikoläusen und Engeln. Wo ist hier eigentlich eine Krippe? Auf den ersten Blick sehe ich keine. Engel, Steinengel, Porzellanengel, große Engel, kleine Engel, dicke Engel, dünne Engel, lange, kurze, es ist alles dabei. Ich schaue mich suchend um. Eine Verkäuferin sieht meinen suchenden Blick. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche einen Engel. Schauen Sie mal hier, dieser von Göbel, ist der nicht wunderschön? Und dort drüben, Engel aus dem Erzgebirge, echte Handarbeit. Und schauen Sie mal da, dieses Schweizer Design, ganz puristisch. Ich weiß nicht so recht, bin unschlüssig. Vielleicht sollte es doch lieber ein Plüschengel sein. Oder lieber gar kein Engel und nur die Vorstellung im Kopf. Irgendwie bin ich verwirrt. Weihnachten macht mich echt kirre. Und dann auch noch dieses Rentier, was mir ständig zuzuzwinkern scheint. Das Diensthandy der Verkäuferin vibriert. Dietrich Bonhoeffer fasziniert mich. Die Texte von ihm, sein Leben, seine ganze Geschichte. Und ein sehr bekannter Text von ihm ist »Von guten Mächten wunderbar geborgen«. Und ich improvisiere sehr gerne und ich möchte jetzt einfach mal mit diesem Text improvisieren. Ich habe jetzt nicht vorher geübt, was da jetzt musikalisch kommen könnte, aber ich versuche einfach über Harmonien und Ideen, die ich für eine Melodie habe, etwas zu kreieren. Und vielleicht wird daraus irgendwann ein Lied. Thank you.
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Dietrich Bonhoeffer. Ja, sag du auch mal was. Das ist übrigens Emily. Die Geschichte des Haushuhns. Die Geschichte des Haushuhns begann etwa 3000 vor Christus in Südostasien mit dem Bankiva-Huhn. Also das Bankiva-Huhn ist sozusagen der Urahn unseres heutigen Haushuhns. Und das Huhn, was ich hier auf dem Arm habe, ist ein schwedisches Blumenhuhn. Gell? Du bist ein schwedisches Blumenhuhn. Ja. Und sie ist jetzt ein bisschen aufgeregt. Und man denkt ja immer so, Hühner sind auf der Wiese, Pustekuchen. Hühner leben am Waldrand. Und dort suchen sie sich morgens und abends Futter. Und abends wird aufgebaut. Wissen Sie, was das ist? Aufbauen. Die Hühner suchen sich einen Ast, um dort zu sitzen, denn da sind sie in der Nacht sicher. Das ist dann auch der Grund, warum wir heute in unseren Hühnerställen Stangen haben, auf denen die Hühner in der Nacht sitzen. Man selber würde ja vielleicht denken, boah, ist das unbequem, aber für das Huhn einfach eine sichere Sache. Da kommt kein Fuchs hin, da kommen keine Parasiten hin. So eine Schlafstange, die ist wirklich top. Hier die kleine Emily, die haben wir bekommen, da war sie 4 Tage alt. Und schon nach wenigen Tagen hat sie angefangen, in der kleinen Kiste, die wir hatten, nach einer Stange zu suchen, auf die sie sich setzen kann. Ist doch irgendwie genial, dass die das schon sozusagen im Blut haben, in ihrem Instinkt. Ja, ich setze mich auf eine Stange, da bin ich in der Nacht sicher. Über die Römer kam das Huhn dann nach Europa. Und heute gibt es mittlerweile 180 Hühnerarten.